Der Faktor Fans, der Faktor Atmosphäre. Er soll und muss einer sein. Einer von zweien aus der Fußball-Bundesliga. Hier und heute in der japanischen Startelf. Hidemar Samorita. Hidemar Samorita. Langer Ball, der Fehler. Jetzt Mitoma abgelegt. Und mit dieser Kontersituation ist alles über den indonesischen Ansatz an dieses Spiel erzählt. Hidemar Samorita. Thorn und Endo. Morita versucht, den schnell weiterzuleiten. Die Räume vor der Abwehr. Jetzt mit Morita. Raus auf Thorn. Thorn flankt perfekt. Und die erste mehr als konkrete Gelegenheit für Japan. Mitoma. Insofern könnten sich seine Einsätze dadurch vielleicht nochmal etwas erhöhen. Die Gelegenheit abgefällt. Japanisches Gegenpressing schnappt zu. Weiter geht's über Thorn. Der zieht ihn direkt. Japan dreht auf. Wieder Tom Haya aus Amsterdam flankt. Und flankt gut. Nach dem Ausscheiden des Asiencups Anfang Februar begann. Hidemar Samorita. Defensiv rein. Hidemar Samorita. Und das gibt Japan vielleicht ein bisschen Luft. Mashida, der Innenverteidiger, ist offensiv. Jetzt Kamada. Und jetzt legen sie es frei. Und jetzt ist der Ball im Tor. Koki Ogawa ist der Torschütze, Treffer zählt, 1:0 für Japan. Hidemar Samorita. Hidemar Samorita. Da ist Kamada. Morita hebt ihn vorne rein. Wettertechnisch etwas sachlicher geworden. Rund um das Ende der ersten Halbzeit. Japan macht es im Stil einer Spitzenmannschaft. Weltmeisterschaft qualifiziert 1938. Aus indonesischer Sicht, der Gegner ist logischerweise ein hochqualitativer. Gitsu Doan ringt trotzdem weiter. Das Team von Hajime Moriyasu. Und jetzt der nächste Abschluss durch die Beine. Und hinein zum 0:3. Der Fehler von Jay Itzis, dem Kapitän, und dem haben sie sich dazu hier und heute die Tore 16, 17 und 18. Und über die rechte Seite die Grätsche von Morita. Zweikampf. Spiel läuft weiter. Der Schiedsrichter bleibt regungslos.
19:1 Tore. Das ist nicht zu unterschätzen. Morita. Aufgabe denken müssen. Dienstag. Zu Hause. Saudi-Arabien. Großer Lässigkeit hier. Auch das gilt es herauszuheben gegen einen. Und hoch hinein und weitergeleitet.